Hallöchen zurück. Immer noch bei der Northgard-Kampagne. Es ist jetzt schon eine Stunde her, dass ich ich kriege einen Hals, ich habe keine Lust mehr, ich muss mich kurz abreagieren, Päuschen gemacht habe. Wo hat der denn jetzt hin? Was ist jetzt mit dem Wolf, wenn er nichts Besseres zu tun hat? Ja, und wir sind hier immer noch am Kämpfen, aber wir gewinnen langsam, glaube ich, ein bisschen Oberhand. Umständen. Jetzt kriege ich nochmal zusätzliches Militär. Nice, obwohl wir gerade hier unten sind. Gibt es einen Dorfbewohner? Nein, gut, dann nicht. Schade eigentlich. Aber der ist jetzt gerade fertig. Noch mehr Nahrung, Dankeschön. Der nächste Dorfbewohner würde auch gerne hingeschickt werden würden. Hoch würden. Den müssen wir aber erst hier oben noch einen Turm bauen lassen dann. Ah, der Oberwucht, die persönlich kommt vorbei und lässt sich umbringen. Ist aber nett. Oder doch nicht? Hat sich's anders überlegt. Der kommt gelaufen, als wollte er aufs Maul kriegen. Doch vor. Ja, ich soll sie einfach von alleine angreifen lassen. Dann kriegen die das besser hin, als wenn ich sie schicke. Und dann sind sie wieder verwirrt. Noch so verwirrt, die Kerle. So. Es ist schön, dass du Nahrung sammelst. Kommst aber jetzt erstmal hier hoch. Da. Dauert es gerade ein bisschen länger, wie ich Winter. Ich glaube, der ruft die sich da ohne wieder mit dem Droge. Ist ganz stolz auf sich, dass er es hingekriegt hat. So. So. Ich hab noch kurzweise Winterfest. So. Weniger Nahrungsdefizit im Winter. Ein Türmlauf. Die sind jetzt alle wieder im Heimatland, werden jetzt mal wieder geheilt. Es sind schon nur noch 9, aber in der Zwischenzeit wurde hier unten ja ein großes Kommen angekündigt. Genau. Das sind nur 2. Ja, gut. Schicken wir auch hier hoch. So, wenn du dieses Häuschen hier bald mal. Das braucht noch ein bisschen. Na gut. Ja, und sie kommen in großen Scharen gelaufen. Schon wieder, um mein gesamtes Militär zu ruinieren. Und sie haben aufgegeben. Wir haben aber jetzt Militär mächtig geschröpft. Tja. Jetzt ist wieder so die Frage, kann ich mich rächen? Oder ist das zu gewagt? Das ist ja jetzt nicht, wie viel ich sie geschädigt habe. Nee, das sind immer noch viel zu viele. Nee, das kostet mich. Das kostet mich mein Militär. Das sind ja hier immer noch 6 Leute. Bin auch zu 6. Meine ich die stärkeren 6, aber. Aber nein. So, ein Dorfbewohner. Auch mal heilen. Damit das mal wieder ein bisschen schneller geht. Das ist jetzt auch erst einmal wichtig. So. Wenn
nächste Dorfbewohner wird auch zum Heiler gemacht. Und zwar da drüben. Dann haben wir die auch mal wieder voll. So, und die zwei. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist mir jetzt egal. Kaminplatten, du kannst es ja gut. Die letzten vier Punkte sind nicht mehr wichtig für mich. Das heißt, ich ziehe die jetzt ab. Lass sie kämpfen. Schon wieder zu 11. Das ist ja unglaublich. Ich frage mich, wo der die Dorfbewohner hernimmt. Ich frage mich echt, wo der auf die Schnelle die Dorfbewohner hernimmt. Achso, und ich kann jetzt auch... meine Nahrung wieder an Jötner verkaufen. Brauche ich jetzt auch nicht mehr. Alles, was ich jetzt noch brauche, sind eigentlich Dorfbewohner, die ich zum Militär machen kann. Und Militär, das mir vielleicht noch zusätzlich geschenkt wird, das ist das, was ich brauche. Der Rest ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Ich wollte gerade sagen, aber ich wackel einfach wieder durch die Gegend hier. Sechs Mann. Acht Mann. 41%, Jötner. So. Der Turm ist jetzt fertig, der ist jetzt ausgebaut. Die können jetzt immer mal wieder irgendwie ein paar Leutchen rüber schicken. Gerne. Am besten nicht alle auf einmal, sondern immer schön einzeln. Und dann... eigentlich mal nicht unbedingt, weil ich dann mehr Militär machen kann, sondern einfach nur, damit ich es nicht immer so weit habe. Mal die Militärproduktion jetzt hier hinterlegen. Das wäre ganz nützlich. 45%. Null Winterfest. Und hier wollen bessere Häuser. Warum? Gemacht, ne? Nö. Ach, da unten. Oh. Das ist natürlich nice. Hast du wieder was Ordentliches hier? Es greift da unten ein Wolf an. Hey, muss man echt mit allem rechnen. Das ist ja unglaublich. Hier mit Wölfen rumplagen oder was? Was macht das denn? So, wie groß sind wir denn? 13 gegen 17. Ja, der übertreibt ja noch mehr als der andere. Natürlich mit allen 17 hier über das Land, über die Grenze kommt und hier Uffriss macht. Ist natürlich lustig. Ich weiß aber jetzt noch nicht, wie stark der hier hinten ist. Ich meine, den haben wir ja auch noch vor uns. Das sieht aber gar nicht. Na doch, der hat halt auch so ein paar viele. Da rumhängen.
Hi. Was nun? Ja. Wenn ich doch einfach schneller Dorfbewohner machen würde, dann wäre das alles so einfach. Ich könnte jetzt natürlich als Prinzip sagen, okay, pfeif drauf. Doch, warten. Ich nehme mir jetzt, was ich kriegen kann. Ahoi! Und holen wir, damit ich hier schneller besser verteidigen kann. Hier die zwei Heiler. Hat alles ausgeheilt. Machst du zu Axtwerfer. Schnapp mir die zwei Heiler. Und machst du zu Schildknappen. Dann geht das hier alles mal ein bisschen schneller. Und dann kann er hier an seiner Grenze mit seiner 17-Mann-Truppe, wovon zwei noch Bauern sind, also 15 Mann, gerne rumzappeln. Kann ich nämlich jetzt gleich über. 19 Militäreinheiten. Los, greif mich an. Vogel. Wenn nicht, dann lass es. Dann hole ich mir nochmal 3. Ich habe jetzt gerade keine Heiler mehr. Die habe ich jetzt alle komplett. Ja, bessere Häuser, haben sie gesagt. Haben sie gesagt, muss man jetzt zur Verteidigung, muss man sagen, haben sie aber wirklich klar deutlich gemacht, dass sie bessere Häuser haben wollen. Wollen wir mal nicht so sein, ne? Schafe schicken wir jetzt mal nicht in die Schlacht. Nächste Dorfbewohner dauert noch ein bisschen. So, willst du nicht mal angreifen? Bist du mal so angriffslustig? Ich würde gerne meinen 19 Mann hier meinen Turm noch als Schutz haben. Wenn wir hier. Genau, ja, ich habe auch schon wieder viel gesammelt. Dann müssen wir dieses Gebiet hier ein. Einfach mal provokativ. Die Verbindung zum Jötner hier. Auch wenn ich die Verbindung zu dem da oben habe. Aber hey, das bringt Ruhm und Stein. Oh, 67. 67. Nicht mehr lang und wir kriegen unseren Riesen. Da kommt dann auch noch mitten die Armee. Und dann werden wir bald unlustig. Da neige ich sehr, sehr bald zu brutalen Handlungen. Sag ich euch, das könnt ihr wissen. Ja, genau das hatte ich doch gehofft, dass sie so Scherze machen. So. Und einfach mal völlig sinnlos zwei ihrer Leute opfern. Weil da jetzt das Problem ist, dass ich natürlich meine Heiler weggeschickt habe. Also jetzt erstmal wieder neue brauche, weil die nämlich jetzt sonst alle gleich tot bleiben. Der hat jetzt mal zwei eingebüßt. Ich habe keinen eingebüßt. Ich habe nur noch 19, die müssen nur gerade wieder hochheilen und der hat jetzt nur noch 16 von 2 Bauern sind. Und 73% Jötner. Lalalalalala. Ich denke, sobald das mit Jötner hier mit Jötunlager erledigt ist, kann ich zwei Händler. Manchmal ja ganz ohne Ende. Oh, da kommt wieder was. Einfach. Schicken. Ach ja, er tut's wieder. Wie nett. Hoi. Hoi. Und vernichten.
18, achso, einer steht da vorne. Und wieder einen verloren. Lustiges Spiel an sich. Jetzt können wir natürlich auch noch einen Turm hinstellen. Dann würden sie wahrscheinlich nicht mehr angreifen wollen. So. 15 inklusive 2 Bauern. Ah, wird weniger, hä? Bei mir wird es ja mehr. So, ich nehme an, die bringen keine Soldaten mehr. So voll wie ich bin, werden die jetzt nur noch Rohstoffe zuschieben oder so. Das ist okay. Das ist okay. So, apropos, warte mal, wo ich das gerade sehe. Zwei können wir eigentlich auch mal zweckentfremden. Die müssen mit dem Schiff jetzt auch nicht mehr durch die Gegend fahren, Grönz und Wissen machen. Das ist eigentlich alles nicht mehr so interessant. So, Militär ist stark genug für die, würde ich mal sagen. Sind wieder unzufrieden. Hier irgendwo noch mal eine zweite Brauerei gebaut gehabt. Ich kann ja hier gucken. Brauer, wo sind denn meine Brauer? Die kennen wir schon, hier. So. Kompensiert. Der jetzt bald endlich mal fertig wird hier. Muss ich ihn gerne mal wieder heimschicken. Oder ich lasse ihn gerade hier, komm. Soll's. Wir haben noch ein bisschen Toleranz. Schildknappe draus. Und hier, die zwei sind wieder da. Den schicke ich jetzt zur Heilerhütte. Damit auch das wieder läuft. So. Die tun sich hier ständig weh. Hör bitte. Ich habe mittlerweile eine Gruppe aus 20 Militär und ihr habt 15 inklusive 2 Bauern, 89% ihr tun. Hier ist gleich der nächste Dorfbewohner da. Um ihn zur Heilerhütte zu schicken, 2 Dorfbewohner könnte ich dann noch abwarten. Ich meine, ich warte sowieso auf Jutun noch. Zeit kann ich dann noch abwarten und dann sowieso. Die maximale Kapazität erreicht. Das wird auf jeden Fall nochmal ein Heiler. Dann sind die 4 Heiler auch wieder voll. Agrak. Und hier habe ich ja gesagt, sobald das erledigt ist, kann ich 2 Händler abziehen. Bei so viel Militär war schon mittlerweile wieder Nahrungsmiese. 20 Mann. Ja, bisher in sämtlichen Northgard-Spielen, die ich gemacht habe, da hast du mal, wenn du mal so 10 hattest, da warst du schon stolz. Also 10 inklusive Big Boss hier. Ah, das ist ja schon. Das ist ja schon völlig wahnsinnig hier. 16 inklusive 2 Bauern. Ja, ist halt auch wahnsinnig da drüben, ne? Was willst du machen? Muss das ja irgendwie ausgleichen, diesen Wahnsinn. So, 94%. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt, das gefällt. Die kriegen auch im Moment alles, was ich an Nahrung habe. Ja. 97. Irgendwie steigt das nicht, wenn man dabei zusieht.
Und das steckt halt wirklich immer nur so blockweise. Aber wie dem auch sei, ich würde sagen, der Kollege gehört dann jetzt uns. Sehr schön. Dann ist unser Militär jetzt bald so weit, dass wir nicht mehr zu bremsen sind. Denke ich mal, hoffe ich mal. Jawoll. Da ist er auch schon. Wundervoll. Und damit geht jetzt auch unsere Nahrungsproduktion wieder ein bisschen nach oben, weil die brauchen wir ja jetzt alle nicht mehr hier. Die ist sich ja erledigt jetzt. Machen wir Axtwerfer draus. Und du gehst jetzt auch mal da hoch. So, damit geht mein Gebiet jetzt auch bis hier hinten. Aha. Was hat er denn sein Haupthaus? Das ist immer mittendrin, das ist gehippt wie gesprungen, wo man sich hier durchfrisst. Wie darf der denn zwei Türme haben? Wie unfair ist das denn? Ich darf auch nicht zwei Türme haben. Cheater. Gut. Wunderbar. Dann bereiten wir uns jetzt auf den großen Krieg vor. Wenn unsere Brüder aus Northgard uns gerade mal noch völlig sinnlos irgendwas schicken, was immer es sein mag. Es wird kein Militär sein. So, meine Damen und Herren. 23 inklusive eine... Ja, guck mal, hier müssen wir schon auf die Seite, zweite Seite hier. Mit Borgil, mit dem Panzerbär und mit einem Riesen. Und damit gibt's jetzt Fett auf die Nase, aber erst in der nächsten Folge. Der steht immer noch hier oben, den müssen wir vernichten. Deswegen müssen wir auch eigentlich irgendwie... Wir müssen uns eigentlich gar nicht mit den Leuten hier anlegen, sehe ich gerade. Aber die haben mich bis aufs Blut genervt, sag ich jetzt. Ich könnte mit meiner gesamten Armee auch hier durchmarschieren. Zack, 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 hier durch und den jetzt hier... auf die Schnauze geben. Ist mir egal. Ich mache jetzt nochmal eine kurze Pause. Und in der nächsten Folge gibt's auf den Sack. So sieht das aus.